Meine Damen und Herren, es ist soweit. Herzlich willkommen bei Jagged Alliance 3, der hoffentlich endlich den Maßstäben eines Nachfolgers von Jagged Alliance 2 entsprechen könnte. Die Voraussetzungen sind so groß wie noch nie, denn ihr habt es gesehen, THQ Nordic und Hemimond Games haben einen neuen Versuch gewagt, die Jagged Alliance-Reihe endlich mal wieder ins Leben zurückzuholen. Die Zwischenstufen zwischen Jagged Alliance 2 und heute, dem heutigen Tage, waren, naja, reden wir eigentlich nicht drüber. Ihr könnt euch alles angucken, auf meinem Kanal gibt es sämtliche Let's Plays von Jagged Alliance Reihen und Spielen. Macht euch da ein eigenes Bild von. Aber gut, wir wurden enttäuscht, knapp 3 Jahrzehnte lang. Und ich hoffe, jetzt geht es wieder steil bergauf. Das Spielprinzip ist das gleiche. Wir werden einen Söldnertrupp zusammenstellen und damit eine, ja, Region, in diesem Fall Grand Chien, vor einer bösen Diktatur mal wieder retten und die alten Machthaber oder den alten Machthaber versuchen wieder, ja, an die Spitze des Landes zu bringen und für Frieden, Ruhe und Begeisterung im Land wieder zu sorgen. Ob das uns gelingt, werden wir sehen. Ich bin schon mal sehr froh, dass alle AIM-Söldner wieder zurück sind und wir mit diesen gleich spielen können. Wir können auch wieder unseren eigenen Charakter erstellen für, naja, eine kleine Summe. Und ja, es ist viel aus dem Jagged Alliance 2 Spiel übernommen worden, was natürlich nie verkehrt sein kann, weil die Qualität eines Jagged Alliance 2 war halt unübertroffen vielleicht nicht, aber war schon echt sowas von bombastisch hoch. Ja, da muss man sich einfach ein bisschen dran halten, finde ich. Ich hoffe nicht, dass meine Erwartungen mal wieder enttäuscht werden und ich auf einen Jagged Alliance 4 hoffen muss. Aber das werden wir uns die nächsten Wochen angucken. Also ab heute dann täglich Jagged Alliance 3 mit der Reise durch Grand Chien. Rundentaktik at its best. Wow. Gut, ich freue mich drauf. Ihr seht, heute auch schon Freitag. Eigentlich sollte es erst am Sonntag rauskommen, aber ich weiß gar nicht warum. Ich habe Steam geöffnet und sehe in meiner Überschrift Jagged Alliance 3 installieren und war hellauf begeistert, habe mich gefreut wie ein Schnitzel auf die Pfanne und denke mir, machen wir's. Wir werden das hinbekommen. So, Schwierigkeitsgrad. Erstmal Hot Diamonds, das kann ich schon gar nicht ändern. Ne, was ist das? Das ist der Name von dem Spielstand. LP. Das ist schon mal gut. So, Schwierigkeitsgrad. Standard. Bisschen höher oder maximale Herausforderung. Ich würde mal sagen, wir machen erstmal Standard. So wie es die Entwickler von, oder ja, eigentlich angedacht haben. So, dann gibt es noch Spielregeln. Einfacher Modus verringert den Einfluss von Verschleiß. Nö. Tod ist tot. Nö. Bis zum bitteren Ende. Speichern deaktiviert. Nö. Und am Boden ist sofort tot. Ich lasse einfach alles mal auf Nein. Tutorial können wir ruhig anmachen. Bewegung durch Linksklick. Erforschung. Verwende Linksklicks, um einen Söldner außerhalb des Kampfes zu bewegen. Okay, ich weiß nicht, was Erforschung heißt. Zielen Action-Kamera. Ja, lassen wir auch mal aus. Unterhaltung automatisch pausieren. Lassen wir auch mal aus. So, starten wir rein. Die ursprünglichen Spiele der Jagged Alliance-Reihe aus den 1990ern nahmen Klischees und Stereotypen auf die Schippe, die in den Actionfilmen jenes Jahrzehnts vorherrschend waren. Jagged Alliance 3 setzt diese Tradition fort, parodiert allerdings auch aktuelle Geschehnisse und Themen aus der Popkultur. Dieses Spiel ist reine Fiktion und basiert auf keinen echten Personenorten und Ereignissen, zum Glück, denn viele davon werden in die Luft gejagt. Spieler sind dazu angehalten, es nach eigenem Ermessen zu spielen und sich ihre eigene Meinung über das Spiel zu bilden und darüber, welche Gegnergruppe als erstes eine Granate spendiert kriegt. Ja, also, ja, mit der eigenen Meinung. Naja, das ist vielleicht auch eine Anspielung auf die alten Teile, die es versucht haben. So, Tutorial. Tutorial. Intro. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Wenn ich das runterregel. No one is available to take your call. Please leave a message after the tone. This is Emma LaFontaine. Thank you for agreeing to help me find my father. I don't have much time to talk. I've been told it's no longer safe for me here. So I'm preparing to leave. I can't believe a city that only a few months ago was filled with joy and hope is now a place of fear and suspicion. But perhaps that tells you just how important my father is to this country. You see, Alphonse Lafontaine is much more than just the president. He is the symbol of my people's faith in a brighter future for Grand Chien. Since his abduction, that faith has been shaken. Things like law and justice are fragile concepts here,
And the political enemies my father made are already calling for emergency powers to be invoked. I don't know if they are behind the kidnapping, but I am sure they are planning to take advantage of it. The person who took my father calls himself the Measure. I haven't been able to find out who he really is, but everyone knows what he wants. He has demanded the entire Ajani River Valley be given to him. His followers, who call themselves the Legion, have already seized most of it. But he has vowed to execute my father should the government attempt to intervene. I've wired the money you requested. Please, assemble your team and come meet me on Ernie Island at Corazon Santiago's villa. She is the Adonis representative I told you about in my email. Her diamond mining operations can help with additional funding should you need it. My car is here. I have to go. I'll have more details for you when we meet. Ja, das also die Vorgeschichte. Grand Chien, Herr Lafontaine und die Legion, die wir oder der wir gegenübertreten werden. Das ist doch schon mal ein schöner Start. AIM, willkommen auf der Rekrutierungswebsite von eben jenen. Dies ist die Website der Association of International Mercenaries oder kurz AIM. Hier kannst du verschiedene Söldner durchsuchen und anheuern. Für deinen Anfangstrupp wird empfohlen, mindestens 3 Söldner anzuheuern, aber behalte dein Geld im Auge. Du kannst im Verlauf deiner Mission jederzeit Söldner anheuern, also mach dir keine Sorgen. Wenn du aktuell nicht genug Geld hast, um die legendärsten Söldner anzuheuern, klicke unten auf Fortfahren, um dir unser Angebot genau anzusehen. So, es gibt hier auch wieder Werbung und irgendwelche Banner. Sollte man eigentlich nicht draufklicken? Kann manchmal ein bisschen schief gehen. Okay, hier ist schon mal ein Fehler. Nutzungsbedingungen gibt es auch nicht. Ja, hier kann man doch nicht draufklicken. Ja gut, aber es gibt, glaube ich, wieder so Werbung. Wie aus dem Jagged Alliance 2 Teil. Wurde ja generell viel übernommen. Ich meine, gut, ne, wenn man ein bombastisches Spiel versucht fortzusetzen, dann sollte man auch die besten Sachen übernehmen. Wir spielen übrigens am 3. April 2001. Ist schon ein bisschen her. Knappe 22 Jahre und ein paar Monate. So, fortfahren. Und wir sehen AIM. Es gibt noch die Imp-Webseite. Da können wir unseren eigenen Söldner wieder erstellen. Das machen wir eigentlich, müssen wir eigentlich als erstes machen. Achso, gibt nur Hauptmenü oder anmelden. Okay. Gibt es hier wieder das Passwort? Ah, ich habe... Was war denn dieses legendäre Passwort? 824, glaube ich, war die Nummer. Ah, ich komme nicht mehr drauf, wie es in Jagged Alliance 2 war. So, okay, wir entern erstmal. Wie auch immer wir jetzt unsere Anmeldung bekommen haben. So, dann gibt es 2 Möglichkeiten. Also erstmal kostet das Ganze 7.000 Dollar. Wir haben 40.000 auf dem Konto. Stolze Summe. Früher hat es, glaube ich, so 2.000 oder 2.500 Dollar gekostet. Ist ein bisschen angezogen in den paar Jahren, die dazwischen liegen. So, entweder wir machen den PPD-Test oder wir machen nicht den Test und entscheiden uns einfach für alle Sachen selbst. Ich würde sagen, wir machen... Machen wir den Test? Es sind, glaube ich, etliche Fragen. 87 Fragen. Ich würde sagen, wir überspringen ihn. Und machen einen eigenen Char. Okay. Ich habe noch nie mit einer Frau gespielt. Machen wir doch mal so. Ja, nehmen wir sie. Und dann suchen wir uns oder machen unsere Fähigkeiten. Ich mache mal alles auf 0, also aufs Minimum. Mal gucken, was wir so alles hochkriegen. Was ist mir wichtig? Also auf jeden Fall das Erste, was ich immer hochmache, ist Weisheit, weil dann geht es schneller mit dem Level. Gesundheit finde ich gut. Treffsicherheit finde ich immer noch gut. Das sind so immer die Werte. Naja. So, Technik, Sprengstoff, Medizin. Will ich das machen? Ich mache mal alles auf 5. Also aus Jagged Alliance 2 weiß ich, wenn man es auf 0 lässt. Also da ging es nur, Minimum war entweder 0 oder halt 30 Minimum. Ich weiß nicht, ob das hier so ist, wenn man auf 0 setzt, dass man das nicht lernen kann. Deswegen mache ich es jetzt einfach mal auf 5. So, was machen wir noch? Führungsqualitäten können wir mal hochpumpen. Beweglichkeit finde ich auch nicht schlecht. Und dann würde ich sagen, machen wir nochmal auf 65. 60?
Kraft, was wir wahrscheinlich mitnehmen können, ne? Muskeln, Nahkampf, unwichtig, Wurfreichweite, unwichtig. Mist, die Fähigkeit, eine feinmotorische, präzise Bewegung korrekt auszuführen. Wirkt der Boden und Zielen aus. Warte mal, wir machen mal hier eine 75. Hier eine 70. Übungsqualitäten machen wir auch mal auf 75. Dann machen wir Kraft nämlich nochmal ein bisschen hoch. Mist, Charisma, Respekt und Präsenz. Beeinflusst, wie schnell ein Söldner Milizen und andere Söldner ausbildet. Beeinflusst die Chance auf positive und negative Moralereignisse. Ich finde, das ist eine gute Mischung. So ein bisschen trichterförmig. Und ja, alle Nebenfähigkeiten, wofür wir uns jetzt eh gleich noch Spezialisten holen werden, machen wir einfach so, dass es, naja, zumindest Grundkenntnisse vorhanden sind. Bleiben wir jetzt bei dem Charakter? Komm, wir machen Barney Humbles. So. Wir haben sonst immer mit Kralle gespielt, ne? Aber mir gefällt irgendwie kein Char hier, wo ich mich wiedererkennen würde. Deswegen machen wir ihn hier. So, okay. Jetzt sollte ich wahrscheinlich doch eher auf Kraft gehen, ne? Wenn man ihn sich anguckt. Bisschen weniger Führungsqualität. Wir werden schon Führungsqualitäten irgendwo finden. Oh. Dann machen wir Kraft ein bisschen höher. So, machen wir es so. Persönlichkeiten. Also, unsere Fähigkeiten. Ein persönlicher Vorteil. Kann sich entscheiden, einen brutaleren als den ausgewählten Angriff auszuführen. Zusätzliche Möglichkeiten im Gespräch. Unterhändler verringert den Preis für Sektoroperationen und Bootsreisen. Der erste Waffenwechsel einer Runde ist gratis. Psycho. Oh, Unterhändler. Preise verringern. Wir müssen natürlich wieder aufs Geld achten, von daher finde ich Preise verringern gar nicht so schlecht. So, und jetzt, was machen wir? Unterrichten finde ich nicht gut. Was gibt es denn hier? Automatische Waffen. Pistole, nein. Schwere Waffen auch nicht. Kampfkünste machen wir nicht. Nahkampf machen wir nicht. Reparatur ist bei ihm unwichtig. Nachtoperation könnten wir machen. Heimlichtour. Beim Schleichen. Unterrichten, werfen. Ich hätte gern einen Waffenskill. Da sehe ich eigentlich nur die automatischen Waffen. Ich bin ja immer Fan von Nachtoperationen, ne? Machen wir Nachtoperationen. Ich hoffe, wenn wir hier die richtigen Ausrüstungsgegenstände, also Nachtsichtgeräte finden, dann beschränken wir uns oder werden wir vorrangig wieder in der Nacht kämpfen müssen. Oder, ja, nicht müssen, aber das ist eigentlich mein Ziel. So, 7000 Euro. Es sind natürlich Dollar. Überwiesen, erste Errungenschaft, der neue in der Gegend. Und wir haben noch 33.000. So, die Dings war Aim-Bewertung. Aha, okay. Wir sollten mindestens 3 haben. Ich würde jetzt versuchen, mal 3 noch dazu zu holen. Ich denke, wir werden auch mal bei den Rekruten am Anfang erstmal bleiben. Also, hier gibt es so verschiedene Symbole. Die repräsentieren ja quasi so ein bisschen, ja, die Fähigkeiten. Also, Mechaniker, Ärzte, das sind so Allrounder, glaube ich, ne? Sorry. Allrounder, jetzt habe ich Maus abgewählt. Okay. Dann gibt es hier Treffsicherheit, also so Scharfschützen. Und gibt es noch was? Ach hier, Bombenspezialisten oder Sprengstoffexperten, genau. Das sind die, ich glaube, 5 gibt es insgesamt, ne? 5 Sachen, beziehungsweise 5 Spezialisierungen bei den jeweiligen Söldnern. Ach nee, hier gibt es noch einen 6. Yellow. Mann. Anführer gibt es auch noch. Und nochmal Anführer. Ich benötige was? Aim Gold. Was? Aim Gold? Was ist das denn? Okay. Aim Gold. Ja, keine Ahnung. Wie ich... Wahrscheinlich muss ich hier eine gewisse Anzahl an Geld ausgeben, um ja eine höhere Bewertung bei Aim zu bekommen. Alter, wir haben so viele... Tausende von Söldnern bei euch schon gekauft. In der Vergangenheit. Eigentlich müssten wir hier wahrscheinlich so Platin... Rubin-Status mittlerweile haben. Naja. So, ich hätte gerne auf jeden Fall einen Arzt. Dadurch, dass wir das ja nicht können. MD oder Fox? Also ich muss leider sagen, ihr seht auch ein paar neue Charaktere, sowas wie Livewire, Kalina, die gab es alle im Original, also im Original im zweiten Teil nicht. Omrin ist neu. Allerdings, ihr seht auch Barry, Grizzly, Igor, Fox, Deroid, MD, Maus, die sind alle bekannt.
Ich finde, man erkennt die Söldner nicht. Also wenn ich jetzt nur die Gesichter sehen würde, ich würde Fox in dem Fall überhaupt nicht erkennen. Steroid finde ich gut getroffen. Den finde ich, erkennt man wieder. MD überhaupt nicht. Fox auch gar nicht. Igor, schwierig. Barry finde ich auch nicht gelungen. Und Maus, boah, mit Maus habe ich glaube ich nie gespielt in meinem Leben. Ah, also Steroid erkennt, Steroid ist sehr gut gelungen. Der gefällt mir. Grizzly, nee. Würde ich auch nicht erkennen. Egal. So, MD oder Fox? Also, Medizin 81. Sorry, Mann, sorry. Meine Maus macht manchmal Doppelklicks mittlerweile. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Kann ich mit Rechtsklick? Nee. 69. Gesundheit, Beweglichkeit, Weisheit 94. Sehr gut. Ich glaube, Fox ist dumm. Ah ja, ah, ist okay sogar. Treffsicherheit war sie eigentlich immer noch ganz okay? Oh gut, ist er aber auch. Führungsqualität hat er gar nicht. Technik, Sprengstoffe gar nicht. Sie war aber immer sehr geschickt, ne? Hat wenig Okay, hat sogar relativ viel Gesundheit diesmal. Und Treffsicherheit? Ich glaube, ich nehme Fox. Die kostet zwar dementsprechend auch mehr. Was hat sie denn hier? Wenn Fox den Kampf eröffnet, werden Feinde überrascht statt gewarnt. Gauner, Waffenwechsel gratis, unterrichten, weithändig. Opportunistischer Killer, ermöglicht Crit bei Unterbrechen Angriffen. Okay, und Ausrüstung ist ein Peacemaker, bisschen Medizin. Kann inspiriert werden und die Moral des Kampfes erhöhen, unterrichten, Optimismus, zu O. Er verliert Moral, wenn er vom Tier angegriffen wird. Na, das machen wir auf keinen Fall. Gut, dann Fox, Kontakt! Ich treffe ein höheres Tier aus Hollywood. No! Was? Wieso kann ich sie nicht anheuern? Tritt dem Team nicht bei. Aha. Okay, MD? Hi. Is this a prank call? Last time some mercs contacted me under an alias and sent me to Cambodia for 2 weeks. So, is this a genuine offer? Ja, na klar. Ist ganz... Ganz ehrlich sogar das Angebot. Ja, 7 Tage? Diese Versicherung, ey. Wird wahrscheinlich mit jedem Tag billiger, ne? Okay, von 7 auf 8 lohnt sich gar nicht. Von 8 auf 9 dann schon wieder richtig. Was sind das für willkürliche Zahlen? Ist ja komisch. Ja, machen wir 7 Tage. Jo. Oh, wow. Okay. MD ist am Start. So, dann hätte ich gerne einen Mechaniker. Da gibt es Lifewire und Steroid. Ja, gerade der ist auch Technik richtig gut, ne? Und Treffsicherheit auch. Gleich mal eine 89. Der ist aber auch nicht der Schlauste, ne? Nee, der ist überhaupt nicht schlau. Hat aber 89 Treffsicherheit. Schwierig. Oh, Kalina haben wir ja auch noch, sehe ich gerade. Ja, oh Gott, die ist überhaupt gar nicht schlau. Oh, die hat aber ein Gewehr. Was sind deine Fähigkeiten? Fernangriff. Oh. Nachtoperation und Optimismus. Ja. Steroidhammer. Reparatur. Insider enttarnt alle Feinde, sofern du Infos aus über den Sektor hast. Ich glaube, ich nehme sie. Weil sie ist einfach schlauer. Ist relativ bewegt. Oh, hat aber extrem wenig Gesundheit. Oh, Treffsicherheit ist auch schlimm. Ich nehme Steroid. This is Bobby Gontarski. Do you have business? Business? Alter. Okay, auch das hier ist... Was ist denn das für eine willkürliche... Steigerung? Keine Ahnung, 7 Tage. I thank you for giving me the business. We see us. I see you. Okay, also Nummer 2. Beziehungsweise Nummer 3. Schade, Maus hätte ich gern genommen. Ist aber offline. Wieso kann ich denn Fox eigentlich nicht anheuern?
keine Ahnung. So, dann, wie viel Geld haben wir denn noch? 24.000. Igor ist ein Allrounder, glaube ich, ne? Ich meine, Barry Unger, ne, als Sprengstoffexperte immer gut. Kann auch reparieren. Spirituell. Weisheit super. Er ist insgesamt wirklich gut. This is Barry Unger. This is about job? Work is not plenty at the moment, so I cannot be particular. Okay, dann Barry, hallo. Jo, aus 7 Tage. Immerhin. I have not worked with you. You are unknown to me. I need more money as insurance I stay alive. Aha, der will mehr Geld haben. Na gut, 3,7 ist auch noch okay. Na komm. We have reached the... Ja, ja. Wiedersehen. So, wen haben wir denn hier theoretisch noch? Raven, oh Gott. Okay, Banz. Ja, Banz kommt. Das ist Helmut Grunter? What? Das sieht ja aus wie ein IT-Spezialist. Meltdown. Alter, Thor. Okay, Wolf ist sehr gut gelungen. Aber Thor? Was haben sie denn da? Eis. Blatt. Boah. Ivan. Raider. Wow, Texas Tech. Wow, Nails. Okay, Dr. Q. Red, ja. Red ist auch nicht gut gelungen. Hitman sah da auch überhaupt nicht so aus. Okay, Gus, Magic. Alter, Scully sieht ja aus wie der Schauspieler. Der amerikanische Owen Wilson? Ich glaube, das ist ja 1:1. What? So sieht Shadow aus? Reaper. Scope. Scope habe ich auch komplett anders in Erinnerung. Fowler kenne ich nicht. Das ist hier General Len oder sowas, ne? Corporal Len Anderson, genau. Das Starballs. Magic. Genau, Earl Magic Walker. Kyle Shadow. Oh, Kyle Shadow. Simmons. Ah. Ja, okay. Holen wir uns mal einen guten Söldner? Ich würde sagen, ja. Vielleicht mal einen, mit dem ich noch nie gespielt habe. Ich glaube, mit Ice habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gespielt. Ice hier. So. Kann ich das mal wegmachen? Okay, Gesundheit super, weil... Ja, okay. Eis. Eis nehmen wir. Ice cold. Alright, let's give it a spin. Sehr schön. So, Ice Williams auch am Start. Kommt sogar mit einer Flakweste. Fleckweste? Flakweste. Wow, schwierig. Gut, dann würde ich sagen, mit den 5 starten wir ins Abenteuer. Da sind wir. Also, die gute alte Karte. Wir können uns ja mal Grand Chien angucken. Oh. Es ist nicht ganz so viel, was die Sektoren betrifft, also von der Anzahl her, wie Jagged Alliance 2. Das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Wir kommen hier nur bis L. Allerdings auch bis 20. Ja, das ist sogar mehr. Ich glaube, bei Jagged Alliance 2 waren es, glaube ich, bis 16 oder bis 18. Aber dafür bis, ich glaube, P oder so. P oder Q, glaube ich, auch noch. Ja. War, glaube ich, ein bisschen mehr. So, dann starten wir mal rein. Da unten sehen wir so eine kleine Zeitleiste. Und wann wir genau ankommen, nämlich um 6 Uhr. Ist auch schön, wenn ich raufgehe, dass die Zeit angehalten wird. Finde ich ein sehr schönes Feature. Der Klient erwartet uns auf Ernie Island. So, ich kann auch die Uhr, glaube ich, hier ein bisschen schneller abbauen lassen. Zeit, der Klientin Emma LaFontaine-Bericht zu erstatten. Okay, Barney MD Steroid. Barry Ice gegen unbekannte Gegner. Enter für den Kampf. Automatisch auflösen? Ja, wahrscheinlich, wenn wir angegriffen werden, können wir das machen. Aber wir starten natürlich erstmal in die erste Karte. Fleck Hill. Klarer Himmel, Schuss in den Oberkörper. Lassen Sie sich mal ein bisschen zielen. I like it. I really like it. So, eigentlich müsste... Ach, genau, unten steht's ja. Genau, also WASD... Dann
die Söldner anwählen. Mit Rechtsklick geht's los. Ist hier wieder mit C crouchen? Oh nein, mit C ist schon mal nicht crouchen. Wie kann ich die Position meines Squads ändern? Man weiß es nicht. So, wir gucken uns mal ein bisschen um. We're going, right? Ja, ja. Let's go. Mir fällt übrigens gerade auf, dass ich nur Männer angeheuert habe. Das war tatsächlich komplett unbewusst. Fällt mir jetzt gerade erst auf. Okay, wir können Hindernisse überwinden. Das ist schon mal gut. So, in dem Turm ist schon mal keiner. Das ist auch okay. Let's move. Enemy sighted. They are small and girlish. Z und X. Also Y und X, oder was? Nee, oh nee, das ist eine amerikanische Tastatur. Ready to, do stuff. Okay. Also, Z und X, ja. Okay. Was ist H? I was never good at hide and seek. Schleichmodus, auch schön. I will fall on them like a tree in the forest. Wir What? Gehen mal einfach mit Barney vor. Und mit Eis. Yes? Oh, da sind Gegner. Kann man sich auch die Sichtkegel anzeigen lassen? Mit Y. Okay, das ist mein Sichtkegel. Kann man sich auch die Sichtkegel der Gegner ansehen? Nee, ne? Ich glaube, die kriegen dann einfach ein... Moving. So ein... Oh, da ist ja noch einer. Quiet. So ein Augensymbol über dem Kopf. Okay. Keine Sicht. So, dann holen wir nochmal Eis mit vor. Oh, der sieht uns. Time to sneak and peek. I will sneak up like a tree falling in the forest. Okay, der sieht auf jeden Fall erstmal nichts. It is a shame they will not be able to watch me move. Alright, but I don't see how they won't spot my magnificent physique. I will move silently. I was never good at hide and seek. Also mal ganz kurz, wie oft kann denn der Kollege hier pissen gehen? Ist ja Wahnsinn. So, gibt's hier Schnellspeichern? F5? Steuerung S? Nur S? Gucke ich mir gleich an, wie schnell speichern geht. Dann muss ich hier nicht jedes Mal ins Menü rein. Jetzt gespeichert. Eins. What? So, wie kann ich ihn denn angreifen? Affirmative. Ich. Let's get them. Scherr hat Barney bemerkt. Okay, ich wollte eigentlich selber angreifen. Hat sich genau jetzt erledigt. Gut, dann benutze links im Kampf, um deinen Söldner auszuwählen und links, um einen Befehl zu geben. Okay, der hat schon mal Deckung. Das ist gut. Wie viele Aktionspunkte haben wir denn? Null Aktionspunkte hat Barney. I will try to remain hidden. Warum hat er null? Da hätte er eine Deckung. Playing it smooth. Was haben wir hier? Mobiler Schuss, Überwachung. Duck for life. So, jetzt können wir uns aussuchen, wo wir hinzielen wollen. Und... Ich weiß gar nicht. Sieht man hier die Genauigkeit? Nee, ne? Sagen wir Oberkörper. Und mit Rechtsklick können wir hier wieder näher rangehen. ...3% Crit-Chance. Man sieht aber nicht, wie die Wahrscheinlichkeit ist, ne? Also so wie sonst auch. Okay, dann machen wir erstmal entspannt ins Oberkörper, würde ich sagen. Jo, sehr gut. Und gleich noch einen zweiten hinterher. Ist schon schwer verletzt, der Kollege. Fast tot. Eis hat keine Aktionspunkte, kann keine Aktionen mehr in dieser Runde durchführen. Du genauso wenig. Quietly. Können wir den Hide-Modus mal ausschalten? Weil das macht ja jetzt keinen Sinn mehr.
Okay, du hast hier gar kein Ziel. Da auch nicht. Be working out. Du siehst zwei. Okay. This one will fall before me. Wir sehen auch hier die optimale Reichweite. Also wir sind ein bisschen zu nah, glaube ich, dran gerade. Ich würde mal einen Kopfschuss versuchen. Oh ja, schöner Treffer. Hello. So, Barry sieht gar keinen. Sieht immer noch keinen wahrscheinlich. Nee, sieht gar keinen. MD sieht aber einen, aber ich glaube nicht, dass er so weit wirklich schießen kann. Viel zu weit weg. Wir probieren es trotzdem mal mit ihm. Außerhalb der optimalen Reichweite? Ja, ja. Einfach mal nach Gefühl mal. Ah, schade. Okay. How can I assist? I will go presently. So, würde ich mal sagen, versuchen wir mal einen auszuschalten. Good position to shoot. So, und may they reach salvation. Dann geht's in die neue Runde. Let the major see your courage. Oha. Daneben? Ja. Gut, Steroid einmal getroffen, nicht gut. Barney, würde ich sagen, macht ihn jetzt hier erstmal schnell kalt. Einzelschuss bitte, kein Salvenfeuer. So, that's it. Und ihr versucht euch mal an dem Kollegen. Just hold still, damn you! Oh, geil, vom Felsen da hinten abgeprallt. We have good odds of hitting enemy. Yes, das war's. All evil has been lifted and separated. Ja, ich kann mit welcher Taste? Mit dieser hier kann ich alle Söldner auswählen. Was? Ich weiß gar nicht, wie ich das Symbol erreiche. Also ich weiß, wo es ist, am Sternchen. Aber ich weiß gar nicht, wie ich das hinkriege. Cool. So. Barry Ungar. Barry Ungar. Einmal den Sektor befreit. Die Sichtbarkeit von interaktiven Objekten auf der Karte kannst du mit Alt umschalten. Ah, okay. Da sehen wir also, wo wir was einsammeln können. Können wir uns ja nochmal den Sektor angucken. Das machen wir aber morgen. Das also der Einstieg in Jagged Alliance Nummer 3 in Grand Chien. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich und ich bin echt gespannt, was das Spiel hier zu bieten hat und wie das Ganze weitergeht. Ich freue mich drauf. Und zwar morgen mit euch das Ganze weiterzumachen. Dann werden wir hoffentlich auch unsere Auftraggeberin kontaktieren. Das müsste sie hier sein, weil da zumindest zeigt das Pfeilchen hin. Und ja, dann gucken wir mal, was uns hier noch alles erwartet in der morgigen Folge. Meine Lieben, bis morgen und bleibt gerne dabei. Und ein Däumchen würde mich auch immer freuen. Das nur mal so am Rande. Also, bis dahin. Tschüss.